So, wir schauen uns an Delay Sports gegen SVBW Hohenneuendorf, dritte Mannschaft. Schön angenommen von Bilal. Ja, und auch richtig schöner Pass. War wirklich sehr schön gemacht. Wirklich, kann man nur sagen. Und das auch von Eli sehr gut, dass er da mit reingelaufen ist, ja, weil er schon gemerkt hat, okay, der könnte eventuell anspielen. Zack, holt sich das Ding sogar. Mega. Und zieht direkt ab. Wirklich sehr stark gemacht, sehr nice gemacht. Sofort die Chance genutzt. Sydney mit Ball. Kopf ist nicht oben. Und anstatt den rüber zu lupfen, hätte er sauber rüberspielen sollen zu Eli. Weil das einfach besser ist für den Mitspieler. Wenn du es flach anspielen kannst, wenn du flach jemanden anspielen kannst, dann machst du das auch. Weil einfach die Mitnahme besser ist für deinen Mitspieler. Mach es ihm so einfach wie möglich. So, was macht Eli? Spielt den nach außen. Wunderbar, schön gemacht. Eigentlich hätte er hier schon direkt auf Sydney reinspielen müssen, bevor er da noch so weiterläuft. Weiß auch nicht, warum er den nicht durchsteckt. Also der Pass darüber ist total unnötig. Aber im Endeffekt war es ja auch kein schlechter Pass in dem Sinn. Also da war Platz gewesen. So, Eli Ball. Lupft ihn sehr steil rein. Müsste normalerweise, ja, ein Torwart abfangen. Und das Problem auch dabei ist, dass bei so einer hohen Flanke einfach kein Druck richtig kommt, den man dem Ball noch zusätzlich geben kann. So, und der Pass am besten halt auch flach geben. Ja, gar nicht so hoch. Schön flach, dass man den schön mitnehmen kann. Der 14er dürfte auch jetzt nicht reinziehen, sondern müsste sich mehr hier außen anbieten, um anspielbar zu sein. Da macht er nämlich den Raum mit eng, wenn der 14er mit da rein spaziert, und das ist halt das Problem. Und was er hier auch gut macht, Sydney, ist, seht ihr das, wie er kurz quer läuft? Zack, da ganz kurz quer gelaufen, damit er nicht ins Abseits läuft. Und dann, zack, hat er den Pass gekriegt. Aber man sieht ihn nicht wirklich gucken. Ich weiß nicht, ob er in diesem Moment guckt, das kann sein. Aber auf jeden Fall hätte das gereicht, den so locker da reinzuspielen. Aber nur in der Liga. Bei anderen Torhütern, Mann, du hättest den Ball, das Tempo mit an der Seite mitnehmen müssen, dass du auf Geschwindigkeit bleibst, weil ja, den Pass dann so, den Schuss dann so da reinzukriegen, sehr schwer. Ja, man sieht auch, der geht am Pfosten, weil der Winkel sehr knapp war. Bei anderen Torhütern hätten wir vielleicht noch mit Fuß abgefangen auch. Deswegen am besten entweder durch die Beine oder mit ganzem Tempo mitnehmen. Und was auch echt gut war, wenn es gewollt war, ist von Sydney den Ball zu blocken und direkt dorthin zu bringen, wo Eli steht. Ne? So zu verteidigen ist das, was man eigentlich machen sollte, was das Ziel ist. Immer den zum Mitspieler sofort zu bekommen, um den Konter einzuleiten. An sich von Sydney ausgegangen, sehr gut für Eli. Und Eli leitet das Ding auf Bilal direkt weiter. Und es war eigentlich auch ein echt schwerer Pass. Ne? Den da sauber durchzukriegen ist echt, boah, kritisch, aber kam gut. Sehr schön von Eli, schön gesehen nach außen. Ja, Ball springt über den Platz. Das ist halt so passiert. Jawohl. Guckt auch, seht ihr, wie der Kopf oben ist. Sehr nice. Aber gut. Aber das ist halt so ein Ding. Als Sydney, wenn er das schon sieht, die Flanke hier, dann muss er auch probieren, mit dem Kopf hinzugehen. Da will er das Ding, er ist so groß, will er mit dem Bein annehmen, obwohl der Ball auf Brusthöhe so teilweise kommt. Ist nicht mal, Leute. Der ist nicht gut. Und eigentlich müsste er auf den zweiten Pfosten hinten hinflanken, wenn er den hinten sieht. Gucken, er hätte schon direkt hinflanken müssen. Weil jetzt, wenn er jetzt macht, ist das ganze Tempo weg, ja, das Momentum ist weg. Die Leute sind wieder dran, die Gegner, und die Mitspieler müssen sich wieder neu positionieren. Das ist genau das Problem, warum es halt manchmal nicht so gut ist, ja, nicht direkt zu spielen. Trotzdem war die Flanke super, auch Bilal war nice. Er hätte Bilal sogar annehmen können, hat genug Zeit gehabt. Jawohl, stark, Eli, Junge. Einfach kontrollieren, den Ball kontrollieren. Gar nicht erst hoch irgendwas machen, sondern den Ball kontrollieren. Hätte er ihn kontrolliert, hätte er vielleicht sogar Zeit gehabt, hier den 21er dann auch anzuspielen später oder so. Also war auch kein Handspiel in dem Moment. Weil der Ball von unten nach oben springt auch und die Handhaltung ist okay so, also pfeift man nicht mehr ab. So, und jetzt direkt hier durch. Genau, perfekt, super gemacht, super gemacht, super gemacht von Eli. Weil Eli, also man muss sagen, der macht echt gute Sachen und ich glaube, er kommt auch wieder ein bisschen besser in seinen Flow dann noch rein. Für mich bester Spieler, wenn er so weitermacht.
von dem ganzen Team. Rüber auf B-Line, mal gucken, was er jetzt macht. Was halt hier jetzt ein bisschen doof ist, sie stehen wieder auf dem Haufen. Ja, also Eli hätte jetzt eigentlich außen bleiben sollen oder 14er direkt nach außen ziehen, weil hier ist gar keiner. Hier ist keiner anspielbar. Kopf ist unten. Kopf ist unten. Jetzt hat er den Kopf nach oben. Hat er halt Situation wieder verpasst, ne? Dadurch, dass er den Kopf immer unten hat. So, und jetzt hier hinten schön auf Eli hinspielen. Genau, perfekt. Und jetzt nochmal einen hier rüber. Genau. Eli. Jawohl. War im Endeffekt sogar gut. Hat er jetzt den Arm hoch gemacht oder was? Weil er gedacht hat, er kriegt den ab. Das ist ein Ernst gewesen. So, Sydney. Könnte, glaube ich, schießen. Aber besser wäre wahrscheinlich gewesen, hier den einfach mit rüber zu geben. Auf den Fünfer. So kriegt der Fünfer den Ball. Aber das ist natürlich total doof. Der muss sich nochmal drehen. Und, okay. Hätte er sofort rüber geben müssen. Gut vom Torwart, ne? Torwart rauskommt, muss er haben. Muss er haben. Oh, sehr schön. Schön geschossen. Aber wenn man das sieht, dass er hier reinläuft, jetzt von Eli Seite aus, müsste er sich eigentlich schon ein Stück nach hinten absetzen, vielleicht auch ein Stück entgegenkommen. Also eine kleine Bewegung nach hinten, zack, dass er empfängnisbereit ist für den Ball. So ist es überraschend für ihn und er muss seine Position dann ändern, muss zum Ball gehen und ist nicht vorbereitet. Jawohl, Sydney, Sydney rüber zu Dings. Sehr schön, wieder. Perfekt. Schade. Was ein bisschen mal kacke ist, immer diese Pässe. Ja, dass die nicht flach kommen, sondern ein hoher Pass auf die Distanz. Das ist halt immer ein bisschen doof, weil da hätte schön Sydney das Ding hier nach vorne spielen können, wenn der Stürmer ein Stück entgegenkommt. Oder Bieler, wie auch immer. Bieler läuft wieder alleine, anstatt hier auf dem Fünfer zu spielen. Braucht alles gar nicht machen. Einfach auf Fünfer spielen, viel schneller. Das ist absoluter Käse. Ich weiß nicht, was Bilal macht, aber er macht zu viel Käse. Also zu viel in die Männereien, Bewegungen, wo er gar nicht, wo er mit, wenn er den Ball abspielt, viel schneller wäre. Einfach auf Fünfer spielen und so. Der braucht gar nicht so weit da laufen in den Situationen. Abdul. Geil wäre natürlich, wenn er ganz hinten durchgekriegt hätte, aber ist okay. Sydney hat den Ball. Und da hätte man prinzipiell den Kopf auf jeden Fall auch mal hoch machen müssen. Hier, 21er komplett frei. Kann er rüberlegen. Kann man von einem Profi erwarten. Muss man. Ja, also nicht gut. Eli, jawohl. Gedreht, direkt Ball weitergegeben. Eli macht diese Sachen, diese Basics. Sehr gut teilweise. Das macht ihn auch zu einem wirklich guten Spieler. Okay, schönes Tor. Jawohl, sehr schön reingelaufen auch. Den wollte er, den wollte er. Jeder Trainer, der sagt, ja, ihr müsst da Pressschlag machen oder sonst irgendwas mit Pressschlag, ist totaler Bullshit. Einmal Ball nicht richtig getroffen oder so. Ihr könnt euch so hart verletzen. Ihr macht nämlich genau das, was Eli hier gemacht hat. In so einem Zweikampf. Und probiert, den Ball hochzuziehen. Je höher ihr den zieht, desto höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass er den Ball für euch gewinnt. Abdul hätte hier schon reinspielen müssen, auf den, der hier mitläuft. Beziehungsweise, ja, kann auch ganz hinten hinspielen, auf den 17er oder auf den 10er hier auf Sydney gucken, ob man da nicht irgendwie eine hohe Flanke bringt, weil er groß ist. Auf dem zweiten Pfosten sozusagen. Aber Sydney steht halt auch zu nah am Torwart. Er müsste weiter hinten stehen, dass er so eine Flanke easy mitnehmen kann und mehr Raum hat. Ja, für den Kopfball würde jetzt hier hinten stehen, wäre die Flanke für Abdul viel einfacher und Sydney könnte sogar noch einfach aufs Tor köpfen. Und das ist genau das, was wieder meine, dieser Pass, der jetzt hier rüberkommt. Hoch. Er ist total doof. Den musst du erstmal wieder runterkriegen, beziehungsweise musst du überlegen, ob du ihn direkt nimmst oder nicht. Und dann ist der Gegner schon wieder in der Nähe. Und dann wird es schwierig. Flach, immer flach, wenn es geht. So, Abdul außen, legt genau schön zurück, flach, dass Sydney direkt nehmen kann. Und das sind genau die Dinger. Das sind sie. Und Tor, schön. Legt den aber rüber, ist auch gut. Nimmt Tempo mit, schön. Und easy Tor, ne? Jawohl, schön zurückgelegt. Perfekt, Tempo mitnehmen, ganz wichtig auch mal beim Ballern, um dem Gegner vorbeizukommen. Schön mitgenommen. Hätte aber schon durchstecken müssen. In dem Moment, Kopf hoch, da muss er Eli schon sehen, da muss der Ball hin. Hier muss, in diesen Raum muss der Ball hin. Muss da hin.
Und er läuft diesen Raum von Eli sogar zu, was nicht gut ist. Naja, zu viel. Jawoll, schön sind, ne, geht auch, schöner Schuss. Nice, genau oben drin. Gut.